zwischen Schwarz, Rot, Gold und Schwarz-Weiß-Rot ein starkes Volk bringt, stark für Tod. NS-Genozid, Industrie, BRD, Abschiebeknäste. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, Überleben. Über Überleben, fahren Meere, spülen Schland in bürgerliches Denken. Antinational, Grenzen zermürben und beenden, ey. Weiße Power macht uns scheiße sauer. Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozialverträglich, Decke mit Etiketten. Nennen es Ethnopluralismus, um die Hetze zu verstecken. Dazu gehören darf höchstens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten. Kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen, schwarzer Winkel. Immer noch ein gültiger Grund, auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexism selbst, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte, Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, Zucker, damit Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte anderer abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähren. Unterwerfung schafft Gehorsam bis in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen. Im Gleichschritt denken, sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen. Sensibilität würde sich spüren lassen, wie wenig frei sie sind. Ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigen. Und deshalb prüf ich mal den Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken. Kreuz und Fahnen schwenken, stehen mit ihrem Pack jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Fahre, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Yeah! Männer müssen Männer sein, Männer dürfen Männer nicht lieben. Nur Kameraden sind Männer, Männer müssen die Grenze ziehen. 175, ein Wunderpunkt geschichtlich. Wie kann man nur hassen, dass Menschen nicht lieben? Realität, ich blick's nicht. Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit beglücken. Vom rechten Rand quer durch die Gesellschaft toben sie Klischees über LGBTQ-Homophobie. Minderwertigkeit versus Leistungsstreben. Überlegenheit, ergo weiterleben. Survival of the fittest, kein Nutzen, kein Gewissen. Du bist krank, du bist dran, du bist schmutzig einnistet. Sozialschmarotzer, Mythen, BD, niederste Instinkte. Schön Sozialnet, White Supremacy hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt. Juden sind Händler, ewige Banker und geldgeile Strippenzieher. Jüdische Weltverschwörung, Schattenregierung, was? Mittelfinger. Kritik an Kapitalismus ist was anderes als Schuldzuweisung. Antisemitismus und kritische Haltung unterscheiden. Revisionisten behaupten, Auschwitz hätte es nicht gegeben. Ihretwegen betonen Überlebende ihr Überleben. Keine Opferrolle, weil die Zahlen leider echt sind. Wir bleiben dabei, kein Vergeben, kein Vergessen. Das ist nicht nur Rechtsaußen, das ist auch bürgerliche Mitte. Antifaschismus wird nicht gewürdigt, nicht begriffen. Extremismus-Debatte lügt mit zwei Seiten am Medaille. Wir machen Politik, sind korrektiv und schmeißen nicht nur Steine. Rap war immer politisch, immer gegen Rassisten. Auch Statements mancher Rapper ähneln Teilen denen der Faschisten. Nie wieder nur Homo, nie wieder Rap. Ich guck nicht weg, ich brüll Alerta und die Faschista und spuck auf Recht. Und deshalb prüf ich mal den Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken. Kreuz und Fahnen schwenken, stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Fahre, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Yeah. Und deshalb prüf ich mal den Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken. Kreuz und Fahnen schwenken, stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Sprache, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen.